Am Anfang war Stille. Dann kam der Ton. Die Menschen suchten nach einer Möglichkeit, ihn einzufangen. Sie hofften, ihn bewahren und bändigen zu können. Zu Beginn des dritten Jahrtausends scheinen wir von Musik umgeben zu sein. Überall. Unentwegt. Aber wo ist die Musik wirklich? Jemals eine Schallplatte angehört? Die Musik kommt von hier, aus den Rillen, den Grooves, dem Plattenspieler, dem Verstärker, den Lautsprechern. Und das alles dank einer Diamantnadel. Hier reicht kein einfacher Mausklick, um Musik zu hören. Aber beginnen wir von vorn. Ich verfiel der Musik schon sehr früh. Meine Mutter weckte mich immer mit einer Mozart-Platte. Seit damals sind Schallplatten mein Leben. 12 Zoll, 10 Zoll, 7 Zoll, bunte Platten, Picture-Discs, Flexi-Discs, Hauptsache Platten. 3000 stehen in meiner Sammlung. Und ich pflege sie gut. Das mag ungewöhnlich sein in unserer digitalen Welt. Schallplatten sind eine aussterbende Art, oder? Im Gegenteil, sie sind sehr lebendig. Die Zahlen im Netz zeigen, dass es noch andere wie mich gibt. Ich bin nicht allein. Es heißt ja, was man liebt, fördert das Beste in einem zutage. Auf einer Plattenbörse bin ich mir dann nicht so sicher. Das Bedürfnis, dieses seltene Album zu erwischen, diese eine Platte, die deine Sammlung vervollständigt, überwältigt selbst den gutmütigsten Charakter. Es läuft schnell ab. Unauffällig. Es ist ein Geschäft. Eine Manie. Und wenn du weißt, was du willst, gehst du nie mit leeren Händen nach Hause.
Aber du musst die Gelegenheit beim Schopf packen. Meine Gelegenheit bot sich, als ich mich durch die Regalgänge schlängelte. Dort traf ich Chris, einen erfahrenen Plattenjunkie. Bei mir ist das chaotischer. Ich nehme alles und höre alles. Danach sortiere ich. Entweder ich verkaufe sie dann weiter oder sie kommen in meine Sammlung. Für alle, die sehr viele Platten kaufen, ist das eine unendliche Geschichte. Ich begleitete Chris jahrelang und er wurde mein Freund. Genau wie ich kann auch er dem Ruf der Schallplatte nicht widerstehen. Die Leute haben ein Problem. Sie besitzen zwar den Gegenstand, aber das Wichtigste ist doch das, was drinsteckt, das Immaterielle. Es geht um das Werk. Manche sagen, das kannst du genauso gut vom MP3-Player hören. Aber ich sage, das ist nicht zu vergleichen. Das eine ist einfach nur praktisch. Aber das hier hat mit Kultur zu tun, mit Vergnügen. Wir suchen doch nicht das Praktische, sondern den Genuss. Ich habe über Chris' Worte nachgedacht. Worin besteht dieser Genuss, von dem er spricht? Warum hat dieses alte Format bis heute überlebt? Zeit, das Geheimnis der Grooves zu erfahren. Musik ist die Landschaft unseres Lebens. Platten sind wie ein Zug, den du besteigst und an den du nach und nach immer mehr Waggons hängst. Eine Landschaft an die andere. Erinnerung um Erinnerung. Platte um Platte. Die erste Platte bei GZ wurde 1951 gepresst. Eines der ältesten Presswerke Europas ist heute das größte weltweit. Hier sehe ich zum ersten Mal, wie körperloser Sound greifbar wird. Sehen Sie? Ist das die Musik? Ja, yeah, genau. Während ich auf die Rillen starre, habe ich das Gefühl, als würde ich in sie hineingesogen. Das war das Schnee. And everywhere where Mary went, that lamb was sure to go. Ha, 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 ha. Ich sehe Edisons frühe Experimente, bei denen er Ton auf Wachszylindern festhielt. Ich sehe das Grammophon Emil Berliners. Er war der Erste, der Musik auf Schellackplatten presste.
Ich höre das Pfeifen der Bomben, als die amerikanischen Soldaten landeten, die die ersten Vinylplatten nach Europa brachten. Ich werde von meinem Bedürfnis überwältigt, Musik abzuspielen. Immer und immer wieder. Sie zu fühlen und zu ihr zu tanzen. Das ist das Material, auf das Musik für alle Ewigkeit gepresst wird. Vinyl. Über 25.000 Platten werden hier täglich gepresst. Aber Moment, wurde die Schallplatte nicht von der Compact Disc verdrängt? London. Hier finde ich mich leicht zurecht. After 100 yards, turn right. Cross the roundabout. Second exit, then turn right. Take the exit, then keep left. Then right turn ahead. Then turn left. Turn right. Then you have reached your destination. Zwei Uhr nachmittags. Ich treffe Eddie Piller auf ein Bier. Taufrisch nach einer Nacht an den Plattentellern. Eddie ist Discjockey wie ich. Und genau wie ich legt auch er nur Schallplatten auf. Aus Überzeugung. Die CD ist eine Lüge. Die Rille auf einer Platte erzeugt mit Hilfe eines Verstärkers eine Schallwelle. Die spielst du ab. Bei einer CD spielst du eine computererzeugte Kopie einer Schallwelle ab. Eine CD kann die Qualität der ursprünglichen Schallwelle gar nicht wiedergeben. Das ist die große Lüge der großen Plattenfirmen und der Leute, die vor 20 Jahren in die CD investiert haben. Sie behaupten, CDs klingen besser. Das haben sie nie. Die großen Plattenlabel haben gelogen. Nichts klingt besser als Vinyl. Nothing sounds better than vinyl. Eddies klare Standpunkte und sein diplomatisches Geschick machen mich neugierig auf die andere Seite dieser Welt. Heute ist nicht irgendein Tag. Heute ist Record Store Day. An diesem Tag haben sich alle unabhängigen Plattenläden weltweit verabredet, gemeinsam die Kunst der Musik zu feiern. Eine gute Gelegenheit, um mal ein paar Platten zu kaufen.
Hier in Japan, dem Land, in dem neue Technologien Hand in Hand mit der Tradition gehen, bereitet der analoge Ton seine Rache vor. Ich bin mit der Zukunft verabredet. Ich treffe mich mit dem Schöpfer eines neuen Systems, das Vinylplatten ohne Nadel abspielt. Hier produzieren wir den Laser-Turntable. Wir stellen hier die optischen Systeme her und nehmen die Endmontage vor. Können Sie mir das zeigen? Natürlich. Können Sie mir bitte folgen? Vorsicht, Treppe. In diesem Raum werden die Lasersysteme produziert. Das ist Herr Sekizuka. Er ist verantwortlich für die Herstellung der Lasersysteme. Er bedient 12 Maschinen. Das fängt hier vorne an und geht bis ganz da hinten. Zur Herstellung der Lasersysteme setzt er eine Maschine nach der anderen ein. Wir haben für jeden einzelnen unserer Kunden eine Akte angelegt. Derzeit haben wir etwa 1500 Kunden in Japan, den USA und in vielen anderen Ländern. Mr. Jarrett. Vorsicht, bitte. Digital ist besser als analog? Wer ist stärker, Tiger oder Löwe? Die analoge Klangqualität ist besser als digitalisierter Klang, denn analog ist natürlich, so wie unsere Unterhaltung. Da ist nichts computerisiert. Mit analoger Musik werde ich friedlich. Und entspannt. Now let's enjoy music. Genießen wir die Musik. Ich bin begeistert vom Klang des Laser-Turntables. Er ist ganz klar, makellos. Aber etwas vermisse ich trotzdem. Die Platte verschwindet in dem Gerät. Ich muss die Anlage checken. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr geputzt. Das Gold glänzt nicht mehr. Meinen ersten Plattenspieler habe ich mit 13 gekauft. Seitdem spiele ich täglich. 6 Stunden am Tag. Thank you.
Das ist mein Instrument. Beim Plattenspieler kann ich die Tonhöhenregelung einsetzen. Ich kann die Geschwindigkeit verändern, kann die Nadel bewegen, sie springen lassen, kann den Rhythmus verändern. Einem DJ beim Auflegen ist wie einem Koch beim Kochen zuzusehen. Das ist so eine Art Live-Kochen. Das macht den Spaß am Scratchen und Freestylen aus. Ich bin nicht so talentiert wie Kentaro, aber auch ich mache Musik mit Musik. Meine Eltern wollten, dass ich Klavier spiele, aber ich zog den Plattenspieler vor. Ganz live in meinen Händen. Du musst sie ganz behutsam behandeln. Wenn du dein Kind respektlos behandelst, wird es dich vor allen anderen bloßstellen. Mit Platten ist das genauso. Du bist in einem Club, es ist gerammelt voll, du stehst unter Druck. Dann suche ich in meinen Platten und sage, die da. Das ist anders, als wenn man seine CDs durchgeht. Da sage ich nicht, die da oder das bestimmte Lied auf dem Computer. Zu den Platten hast du eine persönliche Beziehung, eine Liebesbeziehung. Körperliche Reaktionen, Schwere, Gefühl, Atmosphäre, Rauschen, Noise. Ich spiele Vinylplatten aus verschiedenen Gründen. Vinyl ist wie Jazz. Seine Klangfärbungen sind einzigartig. Wie soll ich sagen? Wie eine Klangmauer. Der Unterschied ist wie der, ob du mit deiner Freundin oder deinem Freund schläfst oder ob du Cybersex hast. Du musst es anfassen können. Ich lege auf der ganzen Welt auf, jede Woche. Aber zu dem, was so viele DJs heute machen, kann ich mich nicht durchringen. Die nehmen einen Laptop, klappen ihn auf, drücken Play und stehen dann einfach rum. Das ist nicht Auflegen. Auflegen heißt, eine Platte raussuchen, die zur vorherigen passt. Das ist Auflegen. Vergiss Computer und CDs. Schallplatten, nur mit denen geht's. Hey. Hi, Martin. Come in. Wie geht's? Gut, komm doch rein. Tea time. Zeit für einen Tee. Martin Dingle und James Manns treten als DJs unter dem Namen The Karminsky Experience auf. Sie sind unzertrennlich. Squeaky chair. You've got a squeaky chair. I keep getting dust off those records. I've had a lot. Terrible. Squeaky chair. Yes.
still buying records, still DJing. Wir kaufen nach wie vor Platten und legen nachts in London auf. Es läuft gut. Seit 10 Jahren. Wir schaffen es immer noch, Platten zu finden. Die Blase ist vor einigen Jahren geplatzt, aber du kannst doch jetzt noch Platten auftreiben, auch ohne allzu viel Geld hinblättern zu müssen. Wir versuchen immer noch so billig wie möglich an Platten zu kommen. Schnäppchen. Die beiden Vorkämpfer des Lounge Music Revivals haben mich als DJ inspiriert. Aber für uns alle kann der Einsatz von Schallplatten problematisch sein. Wir wirken wohl mittlerweile etwas altmodisch, weil Platten so schwer sind. Wir brauchen Trolleys und laufen mit dieser Kiste rum. Ich würde für mein Leben gern einfach nur mit einem Laptop aufkreuzen. Die Leute starren dich an, wenn sie dich mit einem Plattenkoffer sehen. Selbst bei einem kleinen Single-Koffer drehen sich die Leute um. Ich kenne DJs, die einfach mit CDs ankommen. Aber das hat uns nie gereizt, oder? Der Gedanke, nur mit einem CD-Etui aufzutauchen, das ist nicht dasselbe. Nein. Ja, seine Schallplatten immer mit sich rumzutragen, ist ein Problem. Aber wir tun es trotzdem, keine Frage. Weil wir Starkköpfe sind. Schallplatten sind groß und schwer. Anders als heute war Musik in den 1970ern kein Wegwerfprodukt. Eine Platte hast du fürs ganze Leben gekauft. Du kannst sie in die Hand nehmen, an ihr riechen, kannst sie werfen, abspielen, verbiegen. Und heute Kultur zum Wegwerfen. Das brauche ich nicht, weg damit, löschen. Du besitzt einfach nichts, wenn du einen Download kaufst. Du darfst die nicht vom Computer runterladen oder von iTunes auf deine Festplatte. Das ist illegal. Schallplatten dagegen besitzt man. Das ist ein einziger Beschiss durch die Musikindustrie. Die MIDEM, die weltweit größte Messe für die Musikindustrie. Wer weiß, wie lange noch? Hier scheint es nur ein Zugangswort zur Musik zu geben. Aber wo ist die Musik? Die Musikindustrie hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Global gesehen haben wir jetzt eine Internetmusikindustrie. Die Zukunft ist digital. Du kannst ja zum Beispiel englische Songs ins Italienische übersetzen. Mit einem Klick kommst du zu YouTube und kannst dir dort das Video ansehen. Ich kann dir auch mal auf einer Karte zeigen, welche Musik jetzt gespielt wird. In Moskau. Oder in New York City. Die Songtexte, das ist der Chat. Wir haben 9 Millionen Titel im Angebot. Wir sind ein à la carte Laden. Du kannst jeden Titel einzeln kaufen. Und dann haben wir noch ein spezielles Angebot, das umfasst kostenlose Downloads für ein Jahr. Also ein echt gutes Paket. Und was ist mit der Schallplatte? Ich liebe Schallplatten. Von Schallplatten kommt man nie los. Schallplatten müssen bleiben.
I miss vinyl. Ich vermisse die Schallplatten. Die klingen so warm und rauschen. Die Sprünge und Kratzer vermisse ich so sehr. Scratches that I miss so much. Wirf deine Platten lieber noch nicht weg. Ich hab meine noch. Es ist 4 Uhr morgens und mein Kaffee dreht sich mit 45 Umdrehungen pro Minute. Mein Freund Chris hat keine Zeit zu verlieren. Wir haben eine Mission. Ich glaube, da ist's. Wo bringst du mich hin? Da ist es. Wir sind bereit. Mist, im Moment gibt's nichts. Es ist wie Versteckspiel. Ich suche nach was ich noch nicht kenne. Und irgendwann werde ich es finden. Es gibt Platten, die warten irgendwo auf mich. Ich weiß noch nicht wo, aber irgendwann stoße ich drauf. Okay. Allez, merci. C'est bon. Merci. C'est parti. Allez. Allez, au revoir. Merci. Und damit verbringst du den ganzen Tag. Normalerweise schon. Aber wir haben getrödelt, sonst mache ich schneller. Wohin fahren wir jetzt? Auf einen anderen Flohmarkt. Ich bin zum ersten Mal in New York und habe vor, im Untergrund zu wühlen. New York ist eine regelrechte Goldmine an Plattenläden und ich habe einen sehr exotischen entdeckt. In Brasilien hatte ich eine Disco, aber ich habe alles verloren. Hier in Amerika wollte ich neu beginnen. Als ich hier ankam, nahm ich alle möglichen Jobs an, wie Tellerwäscher und Schuhputzer oder Kurier. Aber dann fand ich brasilianische Platten, mit denen ich Geld verdienen konnte. Ich dachte, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um mit dem Schuheputzen aufzuhören. Hey! What's up, babe? Sorry, I'm late. Wow, I don't worry about that anymore. How's everything? Good? All right. Okay, so yeah, today you're gonna do that thing, fix the records there, because it's kind of messy, put a little bit more, and, from new arrivals to the regular, side, because it's kind of messy. So when the CD came out, people went crazy, Als CDs auf den Markt kamen, waren die Leute völlig verrückt danach. Aber nach einiger Zeit merkten sie, ich hatte doch diese ganzen Platten und ich habe sie einfach weggeworfen. Viele Leute haben sie einfach ausgemistet. Verrückt. Jetzt wollen sie ihre Platten zurück, aber das ist nicht ganz so einfach. Plattenläden. Wenn man genau hinschaut, findet man noch welche an Orten, wo man sie nie erwarten würde. Egal, wo ich hinkomme,
Zuallererst suche ich mir eine schöne Insel, um dort zu landen. Meine Insel im Universum. Ich betreibe Rough Trade East. Ich glaube, wir sind der größte Plattenladen Europas. Insgesamt haben wir etwa 150 Mitarbeiter. Wir verkaufen nur Platten. Unser Laden ist auf Vinyl spezialisiert. Classic Rock from the 70s, Pink Floyd, Led Zeppelin. Funk, Soundtracks, 60s stuff. House, Techno, Disco, Electro. Indie, obviously. Classical show tunes, Soundtracks. Punk rock stuff and new wave stuff. House and hip hop. Dubstep. Spoken word. And also a lot of jazz. Which is right, black is day and white is night. Smell the air, it's shrill of tide. The driver's digging everything. He joins in while four cats sing. Läden wie diese, wo ich die Platten direkt anfassen, ansehen und riechen kann, machen das Wühlen zu einem solchen Vergnügen. In San Francisco ebenso wie in Prag, Berlin, Tokio, überall. Ich würde nie ein Mädchen zu mir einladen, um ihr meine Digitalsammlung zu zeigen. Das wäre, als würde ich ihr einen trockenen Keks anbieten, wenn ich doch eine Schachtel Pralinen hätte. Da würde man sich doch schämen, oder? Offensichtlich denken andere auch wie ich, denn der Umsatz von Schallplatten steigt. In den USA erreichte der Verkauf fast 3 Millionen, ein Zuwachs von 1 Million Schallplatten. Vinyl ist wieder auf dem Vormarsch. La Revancha del Tango. Durch diese Platte lernte ich Philippe Cohen Solal von Gotan Prodan kennen. Backstage bekommt der Tango ein neues Gesicht. Die Band veröffentlicht ihre Musik nach wie vor auf Platten, auch wenn sie durch die Musikindustrie entthront wurden. Ich bin neugierig, welche Rolle Platten in Philipps Leben spielen. In welcher Sprache machen wir das Interview? Auf Französisch. Philipps Sammlung umfasst 20.000 Platten. Ich wusste, dass wir etwas gemeinsam haben. So. Die hier hat Gotan Project inspiriert, unbewusst. Die habe ich gehört, als ich noch klein war. Die erste Platte von Gotan Project war Vuelvo al Sur, die Neueinspielung eines Stücks von Astor Piazzolla und Solanas, und El Capitalismo Foraneo. Das war eine Doppel-LP. Davon wollte ich 500 Exemplare machen lassen. Der Typ, mit dem ich damals zusammenarbeitete, meinte, lass uns gleich 1000 machen, das ist billiger, falls wir nachpressen wollen. Ich sag, 1000, bist du wahnsinnig? Um die zu verkaufen, brauchen wir 2 Jahre. Wir haben dann trotzdem 1000 machen lassen und 500 unserem Händler gegeben. Und ein paar Tage später hat er angerufen. Habt ihr noch Platten? Ich weiß auch nicht warum, aber die Leute mögen sie. Und wir haben 2 Millionen Alben verkauft.
Ich liebe Geschenke, vor allem Platten. Weißt du, was ich noch mag, wenn ich diese Platten nicht kenne? Einem Plattenjunkie schenkt doch keiner eine Platte, weil alle sagen, du hast doch schon alles. Super, die Hülle ist fantastisch. Große Klasse. Terrible. Superbe. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Schallplatten. Die reine Schönheit. Du kannst sie in der Hand halten. Die Hüllen bestaunen. Bestechende Kunstwerke. Kannst sie lesen wie ein Buch oder betrachten wie einen Film. Schon mit dem Plattencover begibst du dich auf die Reise in die Musik. Der kostbarste Zebrastreifen der Welt. Ich schaue mir die Platte an und dann die Straße und versuche, die richtige Stelle zu finden. Können Sie mir helfen? Die Einstellung ist ein wenig weiter in diese Richtung, etwa da. Es sieht aus, als wäre es näher dran. Sehen Sie, der Zebrastreifen ist näher an der Mauer des Studios. Sie hatten ihn also etwas verlegt? Ja, weiter die Straße hoch, weil sie meinten, er sei etwas zu nah am Tor. Stehen Sie den ganzen Tag hier? Nein, ich gehe nur etwas frische Londoner Luft schnappen. Wie viele Leute kommen denn hierher? Wahrscheinlich 3.000-4.000 am Tag. Ich habe ein paar Platten mitgebracht. Die sehen fast gleich aus. Die ist sehr selten. Im 12-Zoll-Format. Unknown Pleasures. Die habe ich mit 14 gekauft. Das ist die Nachpressung. Das ist das Original mit Blue Monday. Die in Silber ist die erste. Sie ist nur leicht beschädigt. Eine in Schwarz. Und das ist das Original. Was ist das denn? Okay, das. Mein Gott, wer hat das denn gemacht? Italienische Pressung. Ja, die italienische. Echt verrückt. Die habe ich noch nie gesehen. Der größte Fehler daran ist, das hier dürfte nicht magenta oder pink sein, sondern rot. Pink passt nicht. Pink ist zu sehr pop und zu weiblich. Es müsste rot sein. Eindeutig. Meine Jugend war geprägt von Joy Division und New Order. Bands, die ich in den 1980er Jahren jeden Tag gehört habe, als ich mich schwarz angezogen und den Sinn des Lebens gesucht habe. Ihre Cover waren so geheimnisvoll und rätselhaft. Ich habe nichts davon verstanden, aber sie berührten mich, obwohl ich nicht wusste, warum. Und jetzt sitze ich dem Künstler gegenüber, der diese Cover entworfen hat. Power Corruption Lies von 1983. Power Corruption and Lies von 1983.
Ich wollte neue visuelle Codes einführen, die sich aus unserem Umgang mit Computern ergaben. Dafür habe ich das Alphabet in Farben übersetzt. Diese Farbsequenzen buchstabieren alles durch. Das ist die Katalognummer FACT-75. Das heißt New Order und das Power, Corruption and Lies. Diese Gegenüberstellung steht gewissermaßen für zwei Extreme. Hierbei denke ich immer noch an das Wohnzimmer meiner Mutter. Das hier steht für die Industrie und die Technik, die um mich herum waren. Plattencover waren mein Berührungspunkt mit einer anderen, visuellen Welt, die irgendwo da draußen existierte. Wir brauchten kein Foto der Band auf dem Cover, damit man weiß, wie die Künstler aussehen. Das brachte keinem was. Als ich dann das britische Cover von Autobahn, der Gruppe Kraftwerk, sah, war das, als würden mir die Augen zu einem neuen Universum von Möglichkeiten geöffnet. Ich sah Kathedralen, Fabriken und Berge. Ich sah 5000 Jahre Geschichte in einem Autobahnschild. Jedes Mal, wenn ich Kraftwerk höre, sehe ich einen BMW, der mit Höchstgeschwindigkeit an einer Kathedrale vorbeirast. Ich fand es immer unglaublich lustig, die Wirklichkeit so zu bearbeiten, dass sie eine neue Botschaft vermittelt. But Punk is no fun. Iggy Pop, Ricky Sleeper, Patti Smith, Joe Strummer, ein Junge von Devo, einige von denen sind schon tot. Sid Vicious, der ist auch tot. Joey Ramone, Johnny Rotten, Biafra, das ist Klaus. Das ist also mein letztes Abendmahl der Welt des Punkrock. Jetzt ist es auf einem neuen Skateboard. Mit seiner Fantasie hat der in San Francisco lebende Künstler Winston Smith Konventionen in Frage gestellt und die Mainstream-Kultur endgültig untergraben. Es gibt auch dieses Bild auf der Rückseite des Original Dead Kennedys Albums In God We Trust Incorporated. Ein Bild von zwei kleinen alten Damen aus einer Benzinwerbung aus den 30ern. Ich hatte einen ganzen Stapel von Bildern zum Ausschneiden. Wenn ich was ausgeschnitten hatte, warf ich es auf den Boden hinter mich und schnitt weiter. Warf auch das auf den Boden, schnitt aus, warf und so fort. Da kam ein Freund rein und entdeckte dieses Bild, das so zufällig entstanden war. Die beiden alten kleinen Damen beobachteten nun durch das Fenster den Ku Klux Klan bei einem Umzug mit einem brennenden Kreuz. Er sagte, das ist sehr gut, hat richtig Bedeutung. Ich fragte, was? Drehte mich um und erkannte, cool. Jedes Bild steht für ein Lied. Diese Platte habe ich 95 für Green Day entworfen. Das entstand kürzlich für Ben Harper. Das ist die Innenseite. Eine Art surrealistischer Albtraum. Das ist eine alte von den Dead Kennedys. Das Kreuz aus Dollarnoten auf einem Plattencover schockierte viele. Für mich war das eher eine naheliegende Feststellung. Religion, Geld. Zensur. Sie wollten Bilder für junge Menschen zensieren, damit sie sowas nicht zu Gesicht bekämen. Nicht, weil sie schlecht, unanständig oder verstörend gewesen wären, sondern weil sie Ideen transportierten, die Leute über unser Sozialsystem nachdenken ließen.
wie alles auf bestimmte Vorteile ausgerichtet ist, wer davon profitiert und wer darunter leidet. So gesehen können Cover ein Spiegel der Gesellschaft sein, durch die Kombination von beidem, Bild und Musik. Daran kannst du dich festbeißen und darauf rumkauen und über dieses große Bild nachdenken. Das ist unsere Gelegenheit, die Welt zu verändern. Zensur, ein einfaches Synonym für Unterdrückung. Das Wort lässt mich an die Tschechoslowakei denken und den russischen Einmarsch 1968. Kann man wunderbar Schallplatten einkaufen, aber auch in ihre dunkle Vergangenheit blicken. »285. Hier ist der Ort des Verbrechens. Hier befand sich der Schwarzmarkt. Vor 33, 34 Jahren. Ich habe ein paar alte Platten mitgebracht, um es dir zu demonstrieren. Wenn wir hierher kamen, legten wir unsere Platten immer auf den Boden. Wo du auch hingeschaut hast, überall waren Schallplatten. Und jede Menge schöner Menschen. Manchmal kam auch die Geheimpolizei. Von dort drüben beschossen uns Polizisten mit Tränengas. Und manchmal kickten sie unsere Platten durch die Gegend. Sie bedrohten unsere Eltern oder Geschwister. Wenn ich sterbe, möchte ich einen Grabstein in Form einer Schallplatte. Darauf möchte ich meiner Familie und meinen Platten danken, die mein Leben so schön gemacht haben. Während die Menschen in Osteuropa um ein bisschen Rock'n'Roll kämpften, kickte ich im Sommer 1968 noch im Bauch meiner Mutter. Die Geschichte drehte sich weiter, in Rillen gepresst. Habt ihr je von oben auf eine Schallplatte geschaut, während sie sich dreht? Als Kind habe ich das stundenlang gemacht, tagelang, und träumte dabei, ich wäre auf einer Zeitreise in eine ferne Galaxie, weg von der Erde, hinein ins Ungewisse. Thank you.
Wagner. Ich habe ja alles von Wagner. To Burundi Black. Bis Burundi Black. Mantovani. Von Mantovani. To Dudelsackmusik aus Schottland. Bis zu Popaufnahmen aus den 60ern. Pop record from the 60s. So this is I'm working with. Ich arbeite mit der Geschichte. History. Ich setze diese ganzen Geräusche und Kratzer ein, denn sie bilden das Muster all dessen, was sich auf diesen Platten verewigt hat. Ich fühle mich als Teil von ihnen und setze die Geschichte dieser Platten fort. Alles, was sich bisher ereignet hat, beeinflusst das, was ich tue. Und vielleicht werde auch ich kommende Generationen prägen. Während ich auf Philip Jacks alte Scheiben starre, bremst ein Gedanke meine Begeisterung. Wo ist Chris? Hier muss man aufpassen. Oh, verdammt. Da sind Platten. Nein, geht schon. Störe ich dich auch nicht? So, da ist aufgeräumt. Da ist sogar wirklich aufgeräumt. Ich muss die Tür zum Bad zumachen. Die Feuchtigkeit ist nicht gut für die Platten. Da ist das Schlafzimmer. Das Problem ist, dass man gern im Stehen schlafen muss. Wie lebst du mit all den Platten ein normales Leben? Das geht gar nicht. Wie machst du das? Das geht nicht, wirklich. Man muss das organisieren, sichten, sortieren. Ich mische Geschäft mit Leidenschaft. Wenn du eine Katze hast, ist das schön. Du streichelst sie, fütterst sie. Aber wenn du 100 hast, dann fressen sie dich. Hast du denn eine Katze oder 100? Ich habe 1000. Aber die Schallplattensucht äußert sich nicht bei allen mit denselben Symptomen. Das Archive of Contemporary Music ist eine öffentliche Einrichtung. Es ist die größte Popmusiksammlung der USA. Ein Tempel für Plattensammler und eine Oase für Leute, die nach Musik suchen. Bob George, der Direktor, kümmert sich um mehr als 2 Millionen Platten. Dies ist eine Sammlung klassischer Schallplatten. Hier steht hauptsächlich Reggae, das ist alles brasilianisch, das lateinamerikanisch, hier auch noch Reggae. Das ist afrikanische Musik und dahinter die aus dem Nahen Osten.
Diese Platten haben Modetänze zum Thema. Wir haben hier Sachen wie The Bird, The Frug und Surf. Alles, was mit speziellen Tänzen zu tun hat. Hier eine Abteilung mit Platten über Gott, ein sehr beliebter Künstler. Cover mit Weltraummotiven. Die finde ich am besten, authentische Musik von einem anderen Planeten. Es gibt hier so viel gefälschte Musik von anderen Planeten. So was lieben wir sehr. Platten über Strip und Mädchen. Wir haben eine schwule Abteilung und Platten, die erotische Cover haben. Plattensammler sind einsame Menschen, die mögen erotische Plattenhüllen. Das sind Weihnachtsplatten und da ist noch eine Unterabteilung mit Reggae-Weihnachtsplatten. Noch was Tolles. Das ist eine unserer Lieblingsabteilungen mit Pantomimen und Bauchrednern. Der Ton einer Schallplatte geht nie verloren. Wird eine Platte schmutzig, ist der Ton vielleicht schwer wiederherzustellen, aber er bleibt vorhanden. Eine Platte wird man immer abspielen können. Du brauchst nur eine Fahrradfelge, einen Nagel, ein trichterförmig gerolltes Blatt Papier und ein Gummiband. Dann kannst du LPs und Singles abspielen. Als mechanisches Medium hat die Platte eine bessere Überlebenschance. All diese Platten schauen mich an. Jede hat ihre eigene Geschichte. Jede hat mal jemandem gehört. Es gibt etwas, das über ihre Cover hinausgeht. Über ihren Klang, über die Musik und sogar über die Geschichte ihrer Pressung hinaus. Sie sind persönliche Schatzkästchen der Erinnerung. Das ist mein erstes Album von den Beatles, die Nummer 1. Hast du gesehen, es steht auf Französisch drauf. Les Beatles. Das ist nicht The Beatles, das ist Les Beatles. Auf das bin ich sehr stolz. Rolling Stones, Exile on Main Street. Zu Weihnachten hatte ich mir von meinen Eltern das Album mit Angie drauf gewünscht, Goat's Head Soup. Und meine Eltern haben mir stattdessen diese Platte geschenkt. Ich war super enttäuscht und wütend auf meine Eltern. Die wollte ich nicht, ich wollte die andere und so weiter. Sie sagten dann zu mir, ja, aber der Verkäufer hat gesagt, diese sei noch besser. Das ist die Version... Warte mal, das ist ja witzig. Wow. Weißt du was? Die habe ich meinem Vater geschenkt. Da steht für Papa zu seinem 41. Geburtstag. Philipp. Siehst du, zuerst schenke ich sie meinem Vater und dann hole ich sie mir zurück. Diese Platte ist super wichtig für mich, weil ich wie alle Franzosen Gainsbourg liebe. Als ich ihn das erste Mal traf, hat er Gainsbourg pour elle draufgeschrieben. Gainsbourg für sie. Er hatte sich gerade von Jane Birkin getrennt, stand also noch sehr unter dem Eindruck der Trennung. Ich finde das fantastisch. Gainsbourg pour elle. Seit 2 Jahren lebe ich getrennt von meiner Frau, also auch von meinen Platten. Auch die Trennung von meinen Platten war sehr schwer. Denn sie bedeuten meine Kindheit, meine ganze Geschichte. Seit ich 7 bin, habe ich meine Platten. Sie sind wie ein nahestehender Mensch für mich, wie jemand, den ich liebe und an den ich denke. Die Platten, die ich dir gezeigt habe, von Gainsbourg, den Rolling Stones, von Marvin Gaye, sie sind mein Leben. Thank you.
steht für meine ersten Küsse, wenn wir auf Partys eng umschlungen im Dunkeln tanzten. Das ist nicht gerade meine Lieblingsmusik, aber sie schmeckte ziemlich gut. Diese Platte konnte ich mir nie leisten und meine Eltern wollten sie mir nicht kaufen. Heute habe ich zwei davon. Diese stammt aus der Sammlung meines Vaters. Er ließ sie zurück, als er auszog. Da war ich erst 4. Das ist beschissen. Was ist passiert? Da ist Wasser reingelaufen und die Pumpe hat nicht funktioniert. Das Wasser stand bis dahin. Siehst du? Hat alles bedeckt und schön eingeweicht. Wie viele waren es? Ich habe viele rausgeholt, aber 40.000? Da sind auch viele Singles drunter. War das deine Sammlung? Ein Teil war da drin. Aber nicht so schlimm. Ich habe noch 3-mal so viel. Doch, es ist schlimm. Sehr schlimm sogar. Sagen wir, mir bleiben noch welche. Was wirst du tun? Weinen. There's a certain feel and a certain quality. Diese alten Sachen verbreiten eine bestimmte Atmosphäre und eine bestimmte Qualität. Sie sind sehr menschlich. Und solange die Menschen nicht noch digitaler werden, bleiben sie auch anziehend. Aber wir müssen uns klar machen, dass das alles komplett verschwinden könnte. Ich sage immer, ich bin Buddha, ich darf nichts begehren, nur damit ich nicht wieder anfange, Platten zu sammeln. Ich habe alle meine Platten dem Archiv vermacht. Auf meinem Schreibtisch steht eine kleine Buddha-Figur. In seinen Händen liegt ein Stückchen des World Trade Center. Das World Trade Center lag 4 Häuserblocks von meiner Wohnung entfernt. Als es einstürzte, waren meine Wohnung und mein Dach übersät mit Splittern. Der Buddha erinnert mich, wie zerbrechlich alles ist, wie wichtig es ist, Dinge zu bewahren und wie dumm gleichzeitig an Dingen festzuhalten, weil alles sehr, sehr vergänglich ist. Because it's all very, very, very fugitive. I'll see you again soon, Bob. Thank you so much. We appreciate it. Not at all. This one we need more CDs. Die Dinge sind flüchtig, das kann schon sein. Aber ich kann dem Ruf der Schallplatten nicht widerstehen. Bevor ich wieder nach Hause fahre, muss ich noch einen bestimmten Ort besuchen. Ich muss sehen, ob ich nicht noch ein paar Platten ergattern kann.
buddy. Oh Gott, ich bin verloren. Ich finde nicht mehr raus. Am Anfang war Stille. Heute scheint die Musik überall zu sein. Aber wo ist die Musik wirklich? Nächste Woche ist Graffiti-Kunst angesagt. Und gleich heißt es in Tracks, auf in den Kampf gegen die Mafia. Wir sehen uns in Kalabrien wieder, wo die Popkultur gegen die Drangheta mobil macht.